So, ihr Bube, zermatscht sie, als wären's Kartoffeln. Der kommt auch gar nicht zurecht, der Typ, irgendwie. Let's move. Let's move, ja. Du bist hier das größte Problem in der ganzen Gruppe. Let's move. We need to stay together. Wir müssen zusammenbleiben. Sag der Arsch, der vorne rausrennt. Alter. Ich hab mein Special wieder bereit. Ich will irgendwas. Ich schätze, lange wirst du nicht warten müssen. Siehst du sie? Ja, nee. Ich riech sie eher. Ah! Mich hat irgendwas abgeworfen. Solche? Warte, ich Ach so, Smoo auch. Gerade auf dem Kopf rum. Ah, nee. Nein! War ja nur Geld. Du warst da. Ja, massig Restposten laufen hier rum. Latsch, Kopfschuss. Ja, ja, ja. Oh, ein Energy-Drink wollte ich gar nicht, aber... Ja. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Okay, da ist ein Dicker dabei. Was ist denn jetzt los? Mein Mikrofonständer spinnt. Okay. Wird der Greifarm langsam alt und geht kaputt oder was? Ah, ah. Das ist eine Fire in the Streets. Ah. Also ich glaube, die Molotov-Cocktails sind eine größere Gefahr für uns als für die Zombies. Nee, das war eine Granate offen. Achso. Und ich habe Molly geworfen. Also sie brennen ja dann schon, aber sie stolpern auf uns zu. Wenigstens ist er jetzt langsam mal tot. Okay. Im Joe geht's noch gut. Let's keep going. Der hat noch geglüht. Solche müssen wir draufhauen. Hat geglüht. Ja, ja. Ach, okay, da sind wir ja schon. Aber was ein Glück. Was ein Glück, müssen wir den nicht noch weiter betüdeln. Servus, Leute. Wir haben Humankapital dabei. Brother, I was so worried. Thank you. Thank you for saving him. Cash. Und was für eine Belohnung gibt's? Cash 2098, alle. Ja. Ihr da drin wieder noch irgendwas? Hm. In den Koffern. Ein Draht gefunden, juhu. Jetzt habe ich einen guten Draht. Probier es mit Gemütlichkeit. Nicht mit Müllsäcken. Da ist ja manchmal auch scharfkantige Scheiße drin. Ja, dann haben wir jetzt nur noch die Hauptquest, so wie es aussieht, ne? Gut, wir kommen voran. Der Rest ist ja alles im Dschungel. Oh, da hat wieder jemand Waffen aussortiert, hä? Ja. Dann mache ich gleich mal wieder den Geier. Die sind schlechter gewesen. Ja, also für mich sind die scheinbar noch ganz okay. Zumindest einige davon. 437. 348, das kann noch weg. So. Ja. Ja, wird schon passen. Was verkaufst denn du? Du verkaufst auch große Medikits. 500. Weißt du, kaufe ich mir lieber zwei mittlere. Machen aber trotzdem nicht so viel wie ein großes, gell? Ohren Level up. Okay, ich habe 60 mittlere Medikits dabei. 71. Entschuldigung, 71 mittlere Medikits. Das reicht hoffentlich auch für eine mittelschwere Operation an Verbandsmaterial. Ich finde das ein bisschen gruselig, wie der Karl mich hier anguckt. Ich meine, ich bin ja schon attraktiv und so, aber geh weg, friss meinen Schuh. Da klebt bestimmt noch ein bisschen Hirn dran von diesem lustigen Gärtner, den wir vorhin da draußen getroffen haben. Der Friedhofsgärtner. Na, guckst du auch mal bei mir unter die Haube? Wagst dich. Ja, ich will nicht wissen, was du da machst. Dreimal darf ich raten, wo die Jungs wieder rumstehen. Reparieren, modifizieren. So, was klotzt denn so? Okay, ich meine, langsam sind die Waffen so gut, dass man die auch modifizieren kann. Dass man sagen kann, ah, das lohnt sich. Boah, Alter! Hat das einen Umfang? Ich hab die Sichel in der Hand. Ich klatsch den Zombie an die Wand. Lalala. Dann machen wir jetzt die Hauptquest. Ja. Der Anführer geht vor, ne? Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber... Ne? Ja, die Richtung stimmt. Die Richtung sagt Elektroschrott genommen. Ja, gut. Nehme ich gerne mit.
71 Dollar. Da brennt was. Ah, das ist der andere, den ich immer zum Level rauskick. Und? Komm, ich will auch noch die EP haben. Ach, der kommt nicht unten an, oder was? Was nicht ankommt, zerschellt auch nicht. Es rennt direkt hinter Smu her. Smu einfach. Lalalala. Lalalere. Lalalere. Na, ich hab's dann mal platt gemacht. Rucksack. Rucksack. Inventar voll leer. Was? Inventar voll leer. Was? Ja, voll leer halt. Ja. Boah, sowas von voll. Wie ist Oberkante Unterlippe, ne? Die Mülleimer, Elektroschrott und Feuerzeuggas und Geld. Kommt, gebt mir euer Geld, weil mir das so gut gefällt. Hallo, Joseph. She agreed? Okay, then. Was meint ihr? Wer stirbt? Voodoo Man oder hier unsere Scharfschützin, ich oder Joseph? One of the sewer tunnels goes under the road. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Ach, es regnet. Wäscht vielleicht endlich mal den Dreck weg. Thank you. Well, let's go then. Jetzt müssen wir den auch noch eskortieren? Du magst doch Eskortier-Missionen. Die sind vor allem gerade in so Zombie- und Monster-Spielen immer ganz sauber gemacht. Nein, nein, Oslo, du verwechselst Eskortier-Missionen mit Eskort-Frauen. Was? Guck mal, der kann sogar rennen, als hätte er einen Stock im Hintern, aber ja. Es sind die Hämorrhoiden. Ich glaube eher, der hat schon eingeschissen und will nicht, dass es hinten raus. Oder er verteilt es. Er verteilt es zwischen den Backen. Okay, er rennt nach da drüben. Ja. Ah. Pass ja auf, Junge. Wenn du jetzt mitten in die größte Herde rennst, ne? Okay, we'll try to pass through that building. Durch das Gebäude, okay. Ah, da haben wir ja auf dem Hinweg schon ein bisschen was erwischt. Kein Respawn, sehr gut, aber die da, die liegt mir trotzdem zu blöd da rum. So. Und schon kommt noch mehr Kundschaft. Aber Joe geht's gut. Sag mal, warum steht die Alte noch? Du bist eins mit den Stiefmütterchen. Und er ist schon weitergerannt, aber gut. Osel, schnell. Ja, das Mu ist ja bei ihm. Das Mu kann alles aufhalten, denke ich doch. Er hat allein mit seinen Fäusten mal ein Hochhaus eingerissen. Ach, mit dem Regen, das hat ja jetzt fast was Schönes, ne? Hey! Die Stadtreinigung hat hier irgendwann nach dieser ganzen Party hier ganz schön viel zu tun. Send them to hell! Send them to hell! Oh! Die drei Stück, they're everywhere, die sind überall! Oh! Danke, solche. Danke für die Vorwarnung. kannst du mir mal aufstehen helfen? Bin schon da. Dankeschön. Ich lieg gleich wieder, weil es noch brennt. Ah. Okay. So war doch lustig jetzt. Ja, es war wunderbar lustig, wie auf einmal alles rot geworden ist in meinem Blickfeld. Ach, okay, er hat zum Glück hinten gewartet. Ich glaube, in Einzelteilen hätte er uns den Weg nicht so gut zeigen können. Der Arm ist da lang geflogen. Ja, nee, ist klar. Aber wenn ich schon in die Luft jagen kann, dann... Ne? Ja. Hinter Gittern, der Zombie-Knast. See that greedy bastard? It is the end of days, and yet he... Ja, typischer Kapitalist, kennen wir. Okay, in die Richtung weiter. Ja, hier ist ja nicht... Der will jetzt nicht durch den Markt, oder? Doch. Genau dadurch. Wie kannst du uns verwechseln? Hast du mal unsere äußere Physik angeguckt? So, Markt ist geschlossen. Battery. Da lohnt sich der Blockfilter mal wieder. Ah, und jetzt will er bestimmt an den drei da vorne. Ja, natürlich. Okay, die andere hinten, die pennt. Ne? Ah, jetzt kommt sie doch.
Du bist tot! Er bleibt auch liegen! Zess! Bitte. Zess! Saubande! Drecksbagage! Stinkische Anthropoden! Ich hab wieder eine Gasbuddel gefunden. Ja, benutze sie. Benutze sie. Achso, die lag da hinten. Genau, Smooth, so ist gut. Da rennt einfach weiter, der Depp, ne? Es geht ihm fast noch. Oh nee. Aber bitte rechts rum, ja, danke. Er geht nicht links rum zu den Massakerbrüdern. Voll ins Wasser geschmissen. Gut gemacht, solche. Am besten. Ach, das war der Smooth, okay. Aber das ist das Beste, was man mit den Stinkigen machen kann, glaube ich. Einmal Komplettreinigung, bitte. Aber statt heiß Wachs bitte Beton. Denn wir finden, dass das immer noch zu schnell läuft. Ah, ich glaube, da sind wir richtig. Was? Das sieht nach, keine Ahnung, irgendwas Interessantem aus. Halt's Maul. Der läuft bei uns weg, gell? Leute. Ja, doch. Und mitten wirklich in die nächstbeste Horde, die er findet, ne? Oh. Ja, ist ja gut, spritzt dir was. Der Super Juice für die Venen. Das war kein Befehl an dich, solche. Wo geht's denn jetzt hin? Was? Ich glaube, da hat sich verlaufen. Nee, weil ich vielleicht von einem Frühling war noch. Meinst du, jetzt findet er einen anderen Weg? Ist das ein Idiot? Jetzt dreht er rum und läuft wieder rein! Ja! Hauptsache noch mal die anderen Zombies da draußen angepimmelt oder was? Meine Güte! Jetzt stell dir mal vor, der hätte sich da jetzt killen lassen. Ne? $2,000. Könnte man sich viele Torten von kaufen. Und nun? Irgendwas knickert. Rede mit Josef. The way there is flooded. We have to get rid of that water. We need to close the valves and raise the floodgates to lower the water level. Will you help me, friends? Ich glaube, gleich wird sich solche freuen. Yes. Let's get to work then. Andiamo. Doch. You have to open the valves. Ich weiß zwar nicht warum. Otherwise the sewage level ain't going down. Mein Napf ist leer. Ich will nicht schwimmen. Deswegen sollen wir es ja auch zumachen, hier ist Wasserventil. Ich meine, es sieht aber nicht so aus, als wäre das was, was man einfach so mit dem Ventil zudrehen könnte, ne? Okay, ihr dreht die Ventile zu und ich mach die Zombies platt. Oh, das ist schon wieder ein Polizeizombie. Wir werden es bald öfter mit denen zu tun haben, glaube ich. Ich glaube, ich habe gleich mal ein Level ab. So, jetzt müsste, genau, das Wasser aufhören. Willst du? Okay. Öffne die Flut. Nee, ich spring da jetzt nicht runter. Ihr verletzt euch ja. Ja, und? Ich wollte da eigentlich was holen, weil da was liegt. Ja, gut. Ich bin hinten rumgegangen und hab mir halt keine Verletzung zugezogen. So, das ist bloß. Das kann doch jeder. Ja, scheinbar nicht. Zwei Drittel der Mitspielenden hier haben es verkackt. Also aber Purna, wir nennen natürlich keine Sambi-Namen. So. Da putzt mir jetzt die Schuhe. Oh. Ja. Au. Tschüss. Oh. Oh, Wasserleichen. Also ich würde eigentlich sagen Unionspolitiker, aber der Zustand ist ähnlich. Das Verhalten wie auf Twitter, ja. Ich habe mehr Follower als sie. Tötet. Das glaube ja, ich Montag nicht. Montag hat sich ja sowieso eine Unionspolitikerin wieder den Abschluss geleistet. Das heißt, ja. Hat Werbung für Nestle gemacht. Eieiei. Ah ja, das ist eine gute Firma, die halt viel Gentechnik und so weiter probiert. Ja, aber sonst. Jetzt ist ja eigentlich schade, dass Ozzy nicht auf Twitter ist. Oh, Schockpistole. Oh, tatsächlich, ja. Bauplan Schockpistole. Da oben auf dem Regal. Wo? Ja, wo die Ordner stehen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere dicke Pistole modden, ne? Hab ich schon.
Schock bist du. Ach, nice. Haha. Ah, die hat jetzt vorne so ein Dingsbums drauf. Wetten, so ein 12-Volt-Block oder irgend sowas, ne? Und wenn dann Schuss durchgeht, dann ist er aufgeladen. Das macht keinen Sinn, aber es ist halt so. Wow, da fliegt mir Scheiße entgegen. Also, Überreste fliegen mir entgegen. Könnten wir da unten jetzt nicht einfach ein Elektrokabel reinhängen? Da müssten doch noch ein paar Pfützen sein. Ja, wo kommen die jetzt alle her? Kommen die über die Fluttore reingerannt oder was? Kaum ist Wasser weg, müssen wir doch mal gucken, was es in dem Loch gibt, oder wie? So, wer macht die Wasserleiche platt? Weißt du, warum ich jetzt gerne schon das nicht auf Ding ist? Ich würde mich jeden Tag mit den Idioten anlegen, oder wie? Ich glaube, das wird mir zu anstrengend werden. Tamiro hat eine Frage gestellt. Ach so. Ich habe darauf geantwortet, soll ich auch darauf geantwortet? Okay. Can I hang this? Weil der zum Wegen mit krasses Zocken angefangen hat. Ach so. Zocken mit der Kindheit. Was? Atari 2600. Welche Spiele? Welche Spiele haben dich beim Zocken gehalten? Da gibt's viele. Also natürlich auf dem PC, ganz klar, wie immer Commander Keen und sowas, ne? Und auf dem Atari das Star Wars Spiel, das dem Lamatron nachempfunden war und so. Und dann gab's da eins mit dem Känguru und Asteroids natürlich, ne? Und ein Missile Command war ich mal so super, da habe ich mal irgendwie bis in die 40. oder 50. Runde gespielt. Nee, diese Spiele haben mich alle nie gehalten beim. Das war mir dann irgendwann zu doof und dann habe ich gesagt, ja. Soll ich mal weg? Na je, wenn er sowas sagt, gehe ich lieber auf Abstand. Was ist das denn? Der Kling. Ja, keine macht den Knackis, nee, alle macht den Knackis. Hundesöhne, Hundesöhne, lasst mich hier raus. Man hätte solches Spielfigur... Auf der Flucht. Ja, es war mehr nackte Kanone, ja. Wo gehen wir jetzt? Wo lang? Also hier geht's Quest lang, aber keine Ahnung, was da hinten ist. Dann gehen wir mal. Es ist optional, also guck mal gleich mal, ne? Natürlich. Schon wieder ein Bulle. Liegen die alle hier unten rum, hä? Waren die auf der Kackstreife? Genau, gib ihm. Wie auf einmal einfach der Kopf verschwunden ist in der Helm, ne? Ja, das war auch mal wieder nicht ganz tot, hä? Denk dran, immer mit der Ferse und dem ganzen Gewicht. Mhm. Hier gibt's Gasbuddeln und diese Tür ist zu, aber da geht's durch. Da liegt deine, der ist nicht tot. Wetten, der ist nicht tot. Oh. Na, hat ganz kurz... Oh. Auch mal wieder ein großer, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Au, du alter Sittenstrolch. Was sie mir so lange brauchen zum Aufstehen, ne? Solche bei mir guckst du irgendwie ganz komisch aus dem Boden. Alter, da war ich auch ganz kurz drin. Warst du voll in deinem Element? Na, der Kopf ist blottschmacht. Ich muss meine Waffen gleich mal neu organisieren. Zackmesser. Ich hab keine Granaten mehr. Da musst du an deiner Oberweite arbeiten, ne? Zwei richtige Bomben würden sie aber auch tun. Ich habe selbst Mörderfleisch gelootet. Mörderfleisch? Achso, selbst Mörderfleisch! Nicht selbst Mörderfleisch gelootet. Hier liegt ein Fuck. Ah, ich bin unterwegs. Warte. Da unten? Ja. Und ich kann nicht über die Mauer hüpfen, so, aber ich konnte mich an dir vorbeidrehen. Ah, hier ist ja sogar noch ein Ding. Ein Ding? Eine Werkbank. Ja. Wenn du mit deinen jungfräulichen Fingern mal wieder an was rumfingern willst. Ist da hinten irgendwie was? Da hinten geht's mal weiter. Das sieht so blöd aus, wenn wir sich da runterknien. Ja. Irgendwie sollten wir vielleicht doch der Spur folgen, weil ich glaube hier... Joseph hätte uns eine Karte zeichnen sollen. Oh, da ist eine Wasserleiche. Ja, lecker. Warte mal kurz. Oh, steht sogar schon da rum. Der kleine Fitbit will im Babypool abgeholt werden. Da hat's Blumen gemacht. Ich glaube, er hat nicht gehört. Ich gebe dir mal ein bisschen Deckung. Der gurgelt noch. Lebst du schon oder gurgelst du noch? Ich glaube, das macht dem irgendwie nicht so wirklich viel Schaden, ne? Hinten dran ist ein Exploder. Ah.
Denkst du, das hilft was, solche? Bestimmt. Hinter schwedischen Gardinen. Ich habe nämlich nur noch 4 Schuss. Ich habe gar keine mehr. Ich habe noch über 30. Kurzi, komm mal her. Der geht weg! Der dreht um! Oh, da ist eine Tür! Hier können wir nicht durch! Wir können nicht weiter! Er hat das Gartentor geschlossen! Schön, Smooth! Boah, was für eine rote Wolke, ne? Komm her. Ja, machen wir ihn auf die alte Art und Weise. Fertig. Kotzestrahl. Projektilkotze auf 12 Uhr. Jetzt muss ich reparieren gehen. Wow, ist gut. Da ist irgendwas, warte mal. Achso, ein Rohr. I set you free. Ja, ob das wirklich eine Befreiung ist? Ja, keine Ahnung. Ich meine, das sind Zombies. Gehen wir mal in die andere Richtung, weil es wird langsam die Uhrzeit, wo man dann, ne? Ja. Ja, aber hier geht eine Leiter hoch. Da will ich noch schnell hochgucken. Mein Looter-Instinkt rät es mir. Vielleicht liegt da ja was ultra tolles. $77. Keine Ahnung, ob wir die Tür aufsprengen können, aber da liegt Zeug vorne dran. Soll ich es mal probieren, aber nicht, während ihr gerade die Leiter hochkommt. Ihr blitzelt's. Moment. Warte mal. Jetzt noch ein bisschen was zum. Eine normale Explosion wäre im Smoo ja auch viel zu wenig. So. Scheiße. Ich hätte gedacht, das könnte man vielleicht aufsprengen. Na, ich wette, wir müssen hier nochmal hin. Okay. Ja, 100 Pro. Na, schauen wir mal, ne? Oh, ging doch tiefer runter, als ich gedacht habe. Der vorhin rumgegangen, der springt nicht und jetzt hupst du einfach mal so die Leiter runter. Ja? Oh, warte mal kurz, ich hab hier noch. Was ist das denn hier eigentlich? Der solche freut sich ständig, findet er neue Sachen. Oh, da liegt noch ein Tortenschneider. Nee, der ist beschäftigt. Ja, das Wasser, das sieht ja richtig lecker aus und ich hab nur diese. Ja, diese Pumps an, ne? Chance auf sofortige Wiederbelebung, ja, das nehmen wir mal. Was? Was kriegst denn du für Upgrades? 10%. 10% ist nicht viel, aber trotzdem. Das ist ja noch. Ja, es kommt dann auf 20 und 30. Mhm. Da bist du ja bald immortal. So. Leere, lala, leere. So, ich muss einfach dem grünen Rauch deiner Waffe folgen. Rauch, dem Schmunzens. Den Popelschwaden. Das, was der Oleander hinterlässt. Ach, das ist alles vom Oleander. Ich wusste gar nicht, dass das so potent ist. Ah, die stehen bestimmt gleich alle auf da vorne. Wetten? Ja. Ich gehe gleich auf den Dicken los, dass er möglichst gleich unten bleibt. Oh, dem kann ich den Kopf zerspringen, wenn er liegt. Cool. Läuft. Latschkopfschuss. 230 von 250. Da gibt's bald EP. Hier ist ein Energy-Drink, falls wer braucht. Ja. Im Abgang leicht ranzig und schwefelig. Da wird wieder gegessen. Oh, es hat uns wohl gehört. Oh. Renner. Ja, komm her. Ach so. Ja, wolltest du jetzt zum Seuche oder zu mir? Entscheid dich mal. Ach, Smooth. Ah ja, aber zu mir sagen, ja hier. Ja hier? Was? Was hat denn zu dir ja hier gesagt? Platsch, Kopfschuss. Ja, unten war eine Tür. Hier ist wieder eine Werkbank, ein Energydrink und ein Bauplan. Gift. Das war das Bauplan. Tja, das dürft ihr jetzt raten. Oh, das Wu hat mich gesehen. Ich dich auch, ich bin bloß. Du bist aus dem zweiten Tunnel gekommen. Ja. Ach ja. Bauplan Gift. Wo? Da. Wenn wir mal so eine Kanalsonde brauchen, solche, können wir dich dann durchschieben durch die Röhren. Wupp, er kann schwimmen. Jetzt beweg dich, Ossel. Nein. Sonst bewegen wir dich. Oh, oh. Das ist mies. Das war mies.
Weißt du, direkt um die Ecke, ne? Ah, gut. Solche wird schon aufgeholfen. Dankeschön. Eugene. Maybe there's something inside. LP 4000, warte. Wer von euch hat gerade eben so gestöhnt? Ich wahrscheinlich. Machst du das öfter? Oh, ich höre eine Wasserleiche. Da ist ein Ausweis. Damit kommen wir aber leider auch nicht von der Insel runter. Da drin, am Ende des Ganges. Oh, Smoo macht auch Blutungsschaden. Das ist bestimmt dein Mod, ne? Jo. Und hier hinten. Oh ja, die Blätter kann man durchsuchen. Oleander gefunden. Gott, ist das fett. Das Ebo im Zoo fühlt sich in seinem Revier verletzt. Ja, ich weiß, würden wir ein paar Tage im Wasser rumliegen, sähe es auch nicht so frisch aus. Schauen, was hier ist. Da ist noch ein Zombie. Wupp! Da war doch ein Zombie, würde ich sagen. Yeah. Und sonst nichts. Also hier ist tote Hose. Da ist so viel los wie bei Opa zwischen den Beinen, oder wie? Aber wie war das? Männer können ja noch auch bis ins hohe Alter manchmal noch potent sein, ne? Ja. Das will man sich nicht vorstellen, aber. Ja. Was haben wir denn hier? Da liegt einfach nur Giftmüll rum. 12 Ladungen Pampers. Schwer benutzt natürlich. Doch eine Werkbank. Und ein Fakt vielleicht? Ein Ausweis. Ausweis. Da. Ausweis Nummer 17. Nummer 47, was lese ich denn da? So, hier war nicht. Ein Energy Drink auf dem Boden. Nö, da steht auf. Natürlich steht da auf. Was? Bastard! 108 Frames, 120 Frames, 135! Ich nehme mal was mit. Ei. Soll ich dir die Tür aufmachen? Mach mal auf. Aber ich will jetzt mal da oben noch gucken, wie weit es da geht, ob es da weit geht. Na, hier ist Dead End, aber da ist eine Waffenkiste. Schwere böse Sichel. Ja, nichts Besonderes. Ich hab's schon bumsen gehört. Hat sich's gelohnt? Ja, das Rost bumst du ja. Wir wollen nicht bumsen, dass die. Oh. Die Lampen von der Decke fallen. Ich hab keine Munition mehr. Ah, danke. Bitte. Wofür hat man den, Freunde? Nasmuda ist doch keine Kragenweite. Da steht ein Fuß. Was, ein Fuß? Hier steht ein Fuß. Hier steht er. Was? Der steht aufrecht. Was? Ach so, wahrscheinlich nur bei dir. Und hast du was gefunden? Ne. Ne Mauer. Ah, die stehen doch auch alle wieder auf hier. Ja, dachte ich mir. Weißt du, aber richtig reagieren tun sie nicht, ne? Erst wenn du sie angreifst oder draufschließt. Hier muss es sicher sein. Wo sonst würde man diese Fässer lagern? Energy Drinks. Workbench, die kann ich gleich mal gebrauchen. Was ist dann hier noch? Oh, eine Waffenkiste. Kraftloses Handbeil. Was ist bei dir drin, Smoo? Der weitere Weg. Nein, ich meine in der Waffenkiste, was bei dir drin war. Oh. Ein großer und zwei Polizisten-Zombies. Moment, solche, du schießt doch gern oder hast du keine Munition mehr? Ich hab keine Muni mehr. Okay, ich hab noch. Dann schmeiß mal runter und mach. Ah, ich hab schon besser geworden. Egal. Oh Gott, da kommt noch ein Exploder angelaufen. Oh, das sag's mir jetzt. Ja. Hat doch geklappt, ist doch alles weg. Gute, ihr Schlappeflieger. Sag mal, warum treffe ich den nicht? So. Bei mir ist der toll durch die Luft geflogen. Und das Smooth boxt mal wieder alles. Hast du dem gerade die Beine abgeboxt? Wie geht denn das? Ich bin in Rage. Okay. Alles, was ich hätte, fliegt durch die Gegend. Ach, und ich habe auch ein Level abgekriegt. Da kommt Schaden plus 60%, wenn ich von hinten angreife. Das ist auch ordentlich. Kopf ab, Spot an. Sind wir nicht mal auf mit der Kopfabnummer? Das sieht mir nach einem Hinterhalt aus oder so. Das ist viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Ich glaube, da könntest du recht haben.
Viel zuckrig. Mhm. Aber wir sind durch. Da geht's raus. Nur auf Einladung. Kapitel 7. Warte drauf, dass andere Spieler fortfahren. Du hast Flecken auf deinen Möpschen. Nein, okay, es sind Muttermale oder so. Wer weiß. Was? Ich auch? Du hast. Ja, hast du dich gerade in die Luft gejagt, Smu? Nope. Nope, okay. Hey! We got more survivors! Ja, wir kommen aus dem Keller, wir sind vertrauenswürdig. Wir looten erstmal und dann kommen wir zu dir. Aus dem Weg. Excellent. Was habt denn ihr für coole Klamotten an? Schusssicherer Westen. Everything alright? You look like you've been to the bloody ring. Was ist denn hier alles los, hä? Die haben alle überlebt, hä? Ich meine, die Polizisten, die haben Waffen. Hey, hier ist ein Zimmer. Mit Wänden und Decke. Oh, da kann man Drucker und Faxgeräte kaputt machen. Okay. Kaputt machen oder looten? Fucking Wo freaks. Ist der Unterschied, ne? Any kind of loud noise attracts them. Fucking freaks. Any kind of loud noise. Für mich 3 große Batterien und ein Magnet. Hey, hier ist auch noch eine Tür. Wollte nur mal gucken, wo der Smuro macht. Ach, hier kann man Balkon runter gucken. Und wie ist die Aussicht so? Ach, stink ich wie Wal. Wenn man jetzt ein großes Gewehr hätte oder so, ne, dann könnten wir die da alle unten niedermähen. Alter, hier ist ja ganz schön groß, die Basis. Die anderen waren so schön überschaubar. Naja, ich meine, das waren auch keine richtigen Basen oder sowas, ne? Der Bürgermeister. Oh, Alkohol. What the hell? Ah, da hat ganz schön viel Alkohol hier rumliegen. Ja, das braucht er wahrscheinlich, um sich zu beruhigen, ne? Diese ganzen Einwohnerstatistiken, die verlangen einem einiges ab. Was haben wir denn hier oben noch eine Tür? Hier ist aber nichts drin. Und die Schränke kannst du fast alle aufmachen hier. So scheint es zumindest. Also hier ist nichts offen. Gar nichts. Schade. Nein. Enttäuschend. Disappointed, wie Herkules sagen würde. Blowing the bridges was the only thing to do. Ah ja, und da geht's wieder runter. Okay. Yes, they can't get in, but we can't get out. Balkonien. Sind das alles Polizisten, die auch Schusswaffen haben? Ja, ausrauben. Take a look. Zumindest Pistolen haben sie. The people are depending on us. 5 people died. Seems like a high goddamn price for a case of canned soup. Was? Die haben eine Kiste voller Dosensuppe gefunden und dafür mussten 5 Leute sterben. Sind halt alles keine Profis, so wie wir, ne? Ja, okay, ich erinnere an die Geschichte vorhin im infizierten Gebiet. Darüber reden wir nicht mehr. Wo müssen wir jetzt hin? Blitzt auch. Oh, träge Pistole mit 1000 Schaden. Mach mal lieber die Kiste hier auf. Oh ja, vielleicht eine gute neue Waffe. Ja. Ah, die brutale Sichel 469, das könnte sich für mich noch lohnen. Oh, hier sind lauter Koffer. Sag bloß, die kann man auch looten. Ich muss halt noch gucken, was ich jetzt eventuell wegschmeiß. Einfach nur durchgehen. Boah, ich meine, wenn die nichts dagegen haben, dass wir uns an ihrem Zeug bedienen, ne? Flexibler Schlauch genommen. Ja, die Meister im Schlauch ficken. Flicken. Zeug. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst, Boss. Ich weiß gar nicht, ist nicht eine Werkbank gewesen? Ja. Ist die jetzt oben oder unten? Ich glaube oben. Nee, unten. Was? Die Werkbank? Die war, glaube ich, unten beim Reinkommen. Unten beim Reinkommen. Oh, ah. Kann man denn irgendwo was herstellen? Nicht, oder? Nur modifizieren und reparieren. Und upgraden. Starkstrom. Geht nur bei der Axt oder bei der... Ich wollte doch auch andere Waffen unter Strom setzen. Das ist ja voll mies. Da müssen wir jetzt 27 Stunden. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich mach's jetzt auch einfach mal. Hier mal alles. Upgrade mal alles. Ich hab hier im Perk erhöht die Menge von hergestellter Munition. Okay. Und was? Hergestellter Munition. Dann kriegst du da bestimmt noch einen Blueprint dafür, früher oder später, ne? Schön wär's, ja.
Ach, für mehr reicht eh mein Material nicht. Schade. Muss ich mit dem Rasenmäher zusammenbauen wohl noch warten? Vielleicht kennt ihr ja die Szene aus Braindead. So, ich weiß nicht. Sure, man knows what he's doing. Ja, ich hätte jetzt gesagt, es ist gut für heute. Ja, wir können doch das Quest noch abgeben. Ach so, ja. Ach, wo ist denn das Mund da? Und dann darfst du deine Abschiedsrede schwingen. Ja. Yeah. Todd Tennis. Titi. Oh, in God's name are you, and how the hell did you get inside here? Der definitiv. You're here to find food and medicine. Die Reste einer Frisur sind das. That's impossible. Our supplies are limited, and we need everything we have. Aber so wie es aussieht, hat er sich das mit Absicht oben abrasiert. People are waiting on me, and I have things to do. Eine Filmsequenz. Stimmt nicht, der eine ist nicht dabei. Lüge, Lüge. That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like New Orleans. As long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Solche sagt uns, wo es lang geht, huh? Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Die Jin hat schöne grüne Augen. Ich bin mal wieder derjenige, der hitzt. Ja, die wollen ja mir nicht helfen, das haben sie ja durchgesagt. Stop them all. There are hundreds, thousands of them. Did you hear them in the night? Growling, groaning, moaning. Der Seuche sucht hier sich jetzt wieder bestimmt eine schöne Stelle, wo er sich hinstellen und abmoderieren kann. Ne? Ich will nach oben. Und ich schau mir mal ihren Plan an. Den Plan. Nee. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich stehe hier am Rednerpult. Oh je, das war zum Seuchtag. Und möchte mich bei Ihnen bedanken fürs Zugucken, fürs dabei sein. Und Fotos! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss. So sieht's aus. Jetzt hat er sich direkt ausgelockt. Was? Der Typ ist so hier. So, ich wünsche euch auch mal viel Spaß. Aber im Gegensatz zu ihm hosche ich einfach ab. Wen haben wir denn da? Wer ist denn? Okay, Smooth rated. Ich sag dann auch schon mal tschüss. Ja, genau. Eieieiei, also da gibt's noch Überlebende im reicheren Viertel der Stadt. Ich denke, so kann man es bezeichnen. Das andere, das war ja eher Vorort-Slum. Und die haben wohl auch scheinbar die Brücken gesprengt.
damit die Zombies nicht so rüberkommen, aber es war ja wohl ziemlich wirkungslos. So ein Virus unterscheidet halt mal nicht nach Arm und Reich, ne? Das hätte denen eigentlich klar sein müssen, aber ja, sie haben es halt probiert. Sie wollten die Probleme von sich abschneiden und gebracht hat es ihnen nicht viel. Irgendwie kommt mir auch diese Abtrennung, ne, reicher Stadtteil, armer Stadtteil von einem anderen Spiel von Techland sehr bekannt vor. Oink, oink, zwinker, zwinker. Und natürlich, die wollen ihre Vorräte für sich behalten, weil sie eh nicht viel haben und sie haben auch ja schon von einigen Verlusten gesprochen. Also gibt's da für uns wahrscheinlich nichts zu holen. Und die Chin hält uns jetzt aber dazu an, dass wir trotzdem versuchen zu helfen. Ob das was wird, sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald.